So, nun ein eher kürzeres Video zum Thema Werkzeuge nutzen, um Objekte zu zeichnen. Nehmen wir uns nochmal gerade das Rechteck vor. Wie bei anderen Werkzeugen ist es meistens so, dass man zwei Punkte festlegen muss. Manchmal sind es vielleicht auch drei, aber meistens sind es eher zwei Stück. Und dann muss ich meistens klicken, festhalten, Mauszeiger bewegen. Und dann kann ich die Position, die Endposition meines Objektes festlegen. Nun ist ein Rechteck ja auch veränderbar, das habe ich ja in dem einen Video schon gezeigt. Vielleicht will ich aber ein spezielles Rechteck haben. Also zum Beispiel ein Quadrat. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass ich, wenn ich das hier angeklickt habe, dass ich das hier verändern kann. Was allerdings ein bisschen ungenau ist. Und warum nicht einfach hier diese Information nutzen? Und zwar steht hier die Breite und die Höhe dieses Rechtecks. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mich auch mal festlegen auf eine Breite von 200 und die Höhe dazu einstellen, einfach eintippen und schon habe ich ein Quadrat. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich die Hilfstasten nutze, also Zusatztasten. Und hier steht jetzt leider nicht dabei, aber wenn ich jetzt festhalte und drücke, steht hier unten in meiner Statuszeile: Steuerung erzeugt Quadrat- oder ganzzahliges Höhen- und Breitenverhältnis. Ich drücke mal und dann kann ich unter anderem das Verhältnis 1 zu 1 einstellen oder auch, wenn ich jetzt ein bisschen mehr in die Breite ziehe, 2 zu 1 oder 3 zu 1. Also das heißt, die Steuerungstaste hilft mir hier, spezielle Rechtecke oder eben auch ein Quadrat zu erstellen. Was noch steht, ich kann Umschalten verwenden, um den Mittelpunkt herum zu zeichnen. Also beziehungsweise der erste Punkt wird dann der Mittelpunkt sein. So kann ich also eventuell manche Sachen besser platzieren. Ja, also zum Beispiel, wenn ich von diesem Punkt aus oder auf diesen Punkt ein Rechteck zeichnen möchte, das den Mittelpunkt auf dieser Ecke hat, dann drücke ich die Umschalttaste und dann passt das ganz genau. Steuerungstaste und dann habe ich auch noch ein Quadrat direkt da drauf. Also Steuerungs- und Umschalttaste haben eine ähnliche Funktion wie beim Verändern der Objekte. Entweder Umschalten für Mittelpunkt oder Steuerung für spezielle Skalierungen. Das gleiche ist übrigens auch hier beim Kreis ganz interessant, beziehungsweise bei der Ellipse. Wenn ich einen Kreis zeichnen will, dann drücke ich wieder die Steuerungstaste und gucke, dass ich ein Achsenverhältnis 1 zu 1 habe und dann kriege ich auch einen perfekten Kreis. Ja, das gleiche gilt im Prinzip bei den anderen Werkzeugen, mit dem Unterschied, dass ich ja bei einigen Werkzeugen hier oben noch weitere Möglichkeiten habe. Das muss man dann eben auswählen und kann dann von vornherein etwas einstellen. Ansonsten aber sollte das soweit sein. Für gerade Linien und für Bézier-Kurven werde ich jeweils noch ein extra Video machen, weil das wichtiger ist. Wer das Video noch nicht geschaut hat, der sollte sich eventuell auch nochmal angucken, wie ich solche vorhandenen Objekte verändere, welche Möglichkeiten sich da bieten, um sie zu verändern. Wie zum Beispiel auch hier bei einem Kreis oder beim Rechteck, was ich da verändern kann.